Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge gerade eben in Thüringen. Wir werden aktuell sind bei und sehen die Felder aus. Alle Maschinen arbeiten wieder. Wir werden uns darum kümmern, dass wir ein bisschen Holz machen. Ein bisschen Kleingeld verdienen. Schauen wir mal, das hinkriegen alle schön mit Weizen. Der Rest kommt Gerste und Raps. Wenn ihr alles täuscht. Entschuldigung. Ja, wenn ich wüsste, wann eine neue Karte kommt. Und geschrieben hat er das, aber dann muss man ein bisschen warten, ne? Und wackelt er jetzt so? So gar nicht. Das war ein langer Baum. Gut. Ich danke schon mal allen fürs Reinschauen. Bei Fragen, Anregungen gerne reinschreiben in die Kommentare. Bin für alles offen. Bin ja gespannt, wann das wächst. Und wie die Ernte kommt. Durchdrehende Reifen, wieso? Gut. Fall, Junge, Fall! Jupp, die werde fassen. Auch ihr hört genug Musik, Maschinen laut genug und was ich gut zu hören bin. Alles andere ist nicht so tragisch. Aber ich glaube, der Ton von Maschinen kann ein bisschen lauter sein, ne? Mal schauen. Guck mal rein hier, da können wir was machen. Gehen wir hier mit auf 70%. Umwelt 30. Speichern. Hoffe, die Musik passt soweit. Nicht zu laut, nicht zu leise. Ist ja auch ein bisschen Geschmackssache. Auch von Musikrichtung her. Ich habe was gesucht, was ein bisschen Hintergrundgedudel kann man sagen. Was gamerfrei ist. Was auch auf YouTube senden darf, ne?
Ja, ein paar Bäume haben wir noch. Wird vielleicht ein bisschen erschrecken. Ups, habt ihr wie eine Ziege. Aber das Aussehen klappt ja von alleine normalerweise, ne? Gut, dass kein Regen ist. Ja, Drasche haben wir schon zwei, drei. Aber den haben die, wollte ich erst testen, wie es einigermaßen funktioniert. Stört mich ein bisschen, dass man den Schneidwerk so nicht fahren kann. Das ist ein Nachteil und davon vier Stück haben würde, wäre das äußerst ungünstig. Wenn es 3D wäre, würde ich das genau vor meiner Nase hängen. Das sieht aber 3D aus, ne? So. Ein paar Bäumchen haben wir noch. Zurück. Ups. So schwer. Wir müssen mal schauen, was die anderen machen. Durchdrehende Reifen und mal gucken. Ups. Tja, hier ist raus. Gibt's doch gar nicht. Dann müssen wir es so machen. Wir sind am ersten, ne? Ja, wohl nicht so recht, der Bursche. Ja, so geht besser. Schauen wir durch. So.
läuft gut. Das klappt auch soweit. Ja. Dachte ich aber nur so, ne? Das ist der MT8. Wieso macht der jetzt immer einer und immer Schwierigkeiten? Ja, das muss nun keiner wissen, warum. Okay. Das scheint zu funktionieren. Der MT-878, der MT-8. Was ist der? Der Deutsch macht keine Schwierigkeiten. Der schon, warum? So, hier was probieren mit dem Wenderadio, das hinkaut. So. Da machen wir auf 15. Abfahrt Rheinstein. Kann mir ja nicht dauernd hier Zeit verschließen hier. Nur weil er hier Probleme macht. Ah. Mal gleich testen, dass es klappt. Prost. Das scheint mal im Prinzip ein bisschen besser zu funktionieren. Scheint. Dauert zwar auch lange, aber er macht keine Zicken. Gut, das klappt schon mal. Ah, Raps. So, ein Dreifrüchter haben wir alles gesehen. So. Wo unser LKW ist. Ja nicht. Oh, noch ein Baumstamm, ne?
nur nicht über einen zu hohen Stoppen fahren. So. Den dicken mal hier holen, ne? Den langen. Mal sehen. Am besten. Ah, lass ihn liegen. Da kommen wir nämlich hier ran. Hier ist ein anderes Problem. Nicht lenkbar. Gibt's doch gar nicht. Das Holzgeschoss zu lang, dass die Reifen vorne ausgehebelt wird. Schauen wir hier, da genau. Nehmen wir jetzt die Bar. So. Nicht N, B. So, ein paar noch. Schauen wir mal, ob der irgendwie ganz kommt. Die paar wollen wir noch haben. Da von der anderen Seite schlecht hier rankommen lässt, wegen der in dem Hügel. Fahren von hier an, ne? Sind wir voll. Bin nun mal fest. Muss ich, ob wir jetzt lenken können. Und das Baumtopf. Vorderreifen auffliegt, dann kommen wir lenken. Klappt nicht. Müssen wir zurückfahren, rückwärts. So. Gut, fahren wir zum Verkauf. Werden wir nicht umfallen. So, liebe Freunde der Landwirtschaft, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann seid mal tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Bis denn. Ciao.